Ihr seid gerade im Ringcafé, aber wir sind hier total unterwegs. Und zwar einmal in der Fakultät für Chemie, in der Fakultät für Biologie, in der Fakultät für Physik und in der medizinischen Fakultät. Naturwissenschaftler. Entsprechen Sie wirklich dem Klischee, alles nur rational zu bedenken? Wir wollten es genau wissen und haben sie mit folgenden Fragen bombardiert. Glaubst du, dass du aus reinem Zufall auf dieser Welt bist? Jein. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwo irgendwer sitzt und sich überlegt hat, ich mach mal jetzt genau den vielleicht. Also ich denke schon, dass es eher Zufall war. Zufall? Nein, weil wir in einer Welt leben, die nicht chaotisch verläuft, weil wir in einer Welt leben, die deterministisch verläuft, aber nicht vorhersehbar, also für uns nicht anschaulich vorhersehbar. Das ist ja schon eine ethische Frage. Also ich denke, es ist vorherbestimmt, alles was kommt und was geht, aber wir haben nicht die Möglichkeit, das wirklich zu beschreiben oder darzustellen. Also eigentlich nicht. Also ich denke schon, dass ich, ja wie soll ich sagen, irgendwie gewollt doch hergekommen bin, aber ja, wie soll ich sagen, also ich glaube nicht, dass ich durch Zufall hier bin, aber ich kann auch nicht direkt sagen, ob es wirklich gewollt ist, dass ich so wie ich bin hier existiere halt. Ich glaube, meine Eltern haben es beabsichtigt, dass ich da bin. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es eine Bestimmung gibt, warum jeder Mensch hier ist auf der Erde. Weiß allerdings nicht bei jedem, wo die Bestimmung liegt. Das ist schwierig. Das weiß man vielleicht erst am Ende des Lebens. Ja, ich stelle mir das so vor, dass meine Eltern einen Kinderwunsch hatten und dass ich deswegen auf der Welt bin. Schwere Frage. Was ist Zufall? Nee, glaube ich nicht. Nicht, dass ihr das dann vor, wenn es nicht Zufall ist? Noch schwerere Frage. wie stelle ich mir das vor? Kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten. Auf den ersten Gedanken zumindest. Du bist schon geplant. Ich würde es jetzt nie an einem Gott festmachen, jetzt in dem Sinne, sondern. Aber du würdest dich nicht als reines Zufallsprodukt bezeichnen? Nö, dafür bin ich ich. Das kann ich jetzt nicht so schnell beantworten. Da hat sich schon jemand was beigedacht, wenn es meine Eltern waren? In gewisser Weise ja. Wenn ich aus Zufall, naja, also ich gehe meinen Weg und werde, denke ich, mit dem, was ich hier mache und mit dem, was ich hier machen will, auch noch ein, zumindest im Kleinen, ein bisschen was bewegen. Dazu, denke ich, bin ich auf der Welt. Ja. Also glaubst du, es ist ein reines Zufallsprodukt? Im gewissen Sinne schon, ja. Ja, glaube ich. Ich finde das eigentlich total toll, weil mich das eigentlich sämtlicher Verpflichtungen enthebt, die ich irgendwie für ein Leben nach dem Tod haben könnte. Du wurdest uns gerade empfohlen, wir sind nicht vom Fernsehen, sondern von der Studentengruppe. Das ist eine ehrliche Frage. Ja, bestimmt. Also, das hat auch irgendwas mit der Genetik zu tun, ne? Also ich denke schon, wenn ich mir überlege, wie viele Möglichkeiten es gegeben hätte bei meiner Mutter und bei meinem Vater in dem Moment, da denke ich schon, dass ich Zufall bin. Nee, das glaube ich nicht. Wie stellst du das dann vor? Ich denke mal schon an so eine gewisse Art von Reinkarnation oder Wiedergeburt. Irgendwie gab es mich bestimmt schon mal als was auch immer, als Elefant oder sonst was. Und jetzt hat mich zufällig das Schicksal eines Menschen erwischt. Jein. Es ist wahrscheinlich relativ, wie man es betrachtet. Also meine Eltern haben sich ja kennengelernt und haben mich gezeugt sozusagen. Und ja, nee, das meine ich nicht so, aber die sind ja nicht ohne Grund irgendwie zufällig zusammengekommen, sondern hat sich halt irgendwie gefügt und haben sich halt kennengelernt und haben mich dann gezeugt sozusagen. Also ist schon irgendwo eine Bestimmung da? Ja, denke schon.
Das ist eine schwierige Frage. Puh. 50-50. Okay. Wenn wir mal annehmen, Sie tendieren mehr zu Nein, wie stellen Sie sich das dann vor? Also wenn ich nicht aus Zufall wäre, naja, dann wäre das wohl eher sowas wie Schicksal. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat. Du hältst dich also für ein Zufallsprodukt, Kumpel? Absolut, weil warum auch nicht? Nein, ganz bestimmt nicht. Stellen Sie sich das dann vor, wenn nicht aus Zufall? Na, ich denke, dass ich doch in einem höheren Sinne ausgewählt bin und an dieser Stelle stehe und irgendwann auch wieder verschwinden werde, aber nicht auf immer. Glaubst du, dass sich alles durch Naturwissenschaft erklären lässt? Ja, so ziemlich alles. Nee, glaube ich nicht. Also ich denke zwar, dass die Naturwissenschaften eine Menge erklären können, was einem erstmal helfen kann, Sachen zu verstehen, aber es gibt so viele Sachen, die dazwischen stehen, zwischen Naturwissenschaften und noch anderen Sachen, die man einfach heutzutage noch nicht verstehen kann und heutzutage nicht mit Naturwissenschaften erklären kann. Zum Beispiel wirken ja homöopathische Arzneimittel bei Tieren, ja. Was man ja nicht, und Tiere können sich das ja nicht vorstellen, können nicht dran glauben, dass es wirkt, sondern es wirkt halt bei denen trotzdem. Ja. Nur als ein Beispiel gibt es noch viele andere. Nein, nicht alles. Also es gibt sicherlich einige Sachen wie Zufall zum Beispiel oder Schicksal, was der Naturwissenschaft nicht zugänglich ist. Nee, also eigentlich nicht. Ja, natürlich. Also klar gibt es natürlich auch so Gebiete wie Esoterik und so, aber die basieren ja auch in irgendeiner Weise auf Naturwissenschaften. Nee? Momentan eventuell nicht. Und ich glaube auch eigentlich niemals, weil das Wissen ja eigentlich unendlich ist. Mhm. Also es wird immer offene Fragen geben. Vieles, sehr vieles, aber ich denke mal nicht alles. Nein. Nein, auf jeden Fall nicht. Da bleiben viele Reste übrig. Die Naturwissenschaft ist eine wichtige Richtung, die auch gerade in der Medizin viel bringen kann, aber eben nicht alles. Wir wissen das und Sie, wenn Sie studieren, auch. Nee. Philosophie lässt sich nicht mit Naturwissenschaften erklären. Ethik nicht. Nee. Sagen wir so, man weiß vielleicht noch nicht alles, aber ich denke, es lässt sich einiges durch Naturwissenschaften erklären, ja. Lieber Himmel, nein, ganz und gar nicht. Also als Lehrer und als Naturwissenschaftler merkt man, dass es überhaupt nicht so ist. Dass also viele Dinge, gerade beim Atombau, tritt man sofort an die Grenzen. Und ich finde es auch gut so, dass das so ist. Wahrscheinlich nicht. Im Moment noch nicht. Also das Ziel ist zwar irgendwie, der meisten Wissenschaften dahin zu kommen, aber ich glaube nicht, dass man es erreichen kann. Nicht alles. Sicher nicht. Alles nicht. Da gibt es so Faktoren, Psyche und so Stresssituationen oder was auch immer. Ich denke, es lässt sich auf jeden Fall alles irgendwie mit Vernunft erklären. Ob jetzt die klassische Naturwissenschaft, wie wir sie hier betreiben, der einzig richtige Weg ist, will ich nicht behaupten, aber ich fühle mich auf jeden Fall wohl damit. Hundertprozentig nicht. Ja, da bin ich überzeugt von. Ja. Ich glaube nicht, dass wir Menschen alles mit Naturwissenschaft erklären können. Nein, denke ich auch nicht. Und glaubst du dann an Wunder? Muss man dem die Folge ja schon. Hätten Sie da ein Beispiel, wo Sie sagen, was ist für mich ein Wunder? Ein Beispiel für ein Wunder? Ein Wunder ist für mich auf jeden Fall, wenn man immer weiter vorwärts kommt in der Wissenschaft und immer kleinere Teilchen entdeckt und dabei merkt, dass es immer wieder neue Dinge gibt und das wird immer komplizierter, ja. Also das Wunder so in dem Sinne glaube ich eher nicht dran. Ich denke schon, dass man alles erklären kann, nur eben alles, ob man alles mit den Naturwissenschaften, so wie sie jetzt da sind, erklären kann, das glaube ich nicht. Nicht im biblischen Sinne. Wunder im allgemeinen Sinne. Könntest du alles erklären? Man kann nie alles erklären, weil das ist ja Sinn und Zweck der Wissenschaft, ne? Dass man den Erkenntnishorizont erweitert. Aber natürlich sind wir da noch längst nicht so weit, dass man auch nur annähernd alles erklären könnte. Nee, also in der Konsequenz nicht, nee. Viele Wunder lassen sich, denke mal, im Nachhinein oder nach einer längeren Zeit doch irgendwie wissenschaftlich erklären. Aber in dieser Zeit, in der sie nicht erklärt werden könnten,
ist es, denke ich mal, berechtigt, sie als Wunder zu bezeichnen. Eigentlich nicht, ne? Ja. Manchmal schon, ja. Hast du ein Beispiel dafür? Prinzipiell jetzt erstmal, ja, doch, durchaus. Das mein Sohn, der ist nicht ganz korrekt auf die Welt gekommen und schafft es trotzdem tagtäglich durchzukommen und ja, zu überleben letztendlich. Und ja, das ist für mich ein Wunder. Ja. Nein. Na, Liebe ist für mich eigentlich kein Wunder. Wenn man es richtig biologisch und ja, biologisch begründen möchte, ist das ja eigentlich auch ein relativ deterministischer Prozess, mehr oder weniger, ja. Naja, Wunder gibt es immer wieder, auch in der Naturwissenschaft. Ja, bestimmt, also na klar, Wunder, Glück, das sind alles solche Sachen, an die man entweder glaubt oder nicht. Manchmal schon, ja. Manchmal wünscht man sich bestimmte Dinge so sehr, dass man dann irgendwann total überrascht ist, dass sie wirklich eintreten. Und das ist dann schon wie ein Wunder für einen. Ja, ja, sie passieren jeden Tag. Und es ist auch schön, dass man sie nicht erklären kann. Ja, ich glaube an Wunder. Also, es ist immer wieder so, aber eher so an kleine Sachen, die man eben halt, die einem nicht direkt ins Auge stechen oder und so weiter. Aber halt an solche Sachen, ja. An Wunder? Nee. Nicht so, wie man, was man unter Wunder allgemein versteht. Also wäre Liebe irgendwas, was ich kann? Kein Wunder, also Wunder würde ich es nicht nennen. Vielleicht was nicht Erklärbares oder so, aber kein Wunder, nee. Ja. Na, es gibt bestimmte Dinge, auch in der Naturwissenschaft, wo man nachgewiesen hat, die wirken. Aber man kann die Wirkung nicht im Grunde genommen molekular erklären. Also es gibt Leute, denen hilft das. An Wunder, das hängt natürlich davon ab, was man als Wunder betrachtet. Also Wunder im Sinne von übers Wasser gehen oder so, daran glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass man heute einfach noch nicht alles versteht in dieser Welt und dass man deshalb auch deshalb an Wunder noch glauben kann, auch wenn es vielleicht später mal keine Wunder sind in der Zukunft, wenn man das dann sich angeguckt hat. Ja. Hast du da ein Beispiel dafür? Aus meinem eigenen Leben? Also ich weiß, dass ich in meinem ersten Unitag dafür gebetet habe, dass ich jemanden treffe, der auch Christ ist in meiner Fakultät. Und dann wurde ich rumgeführt von einem Mädchen aus dem dritten Semester, die dann auch so einen Ohrring als Fisch im Ohr hatte. Also es ist ein Zeichen, wo sich Christen gegenseitig erkennen. Und die habe ich dann gleich darauf angesprochen. Und das war so eine Gebetserhörung, wo ich sagen würde, das war ein Wunder. Schwer manchmal zu verstehen, aber ich denke schon. Es gibt viele wunderbare Dinge, die man hier beobachten kann und ich denke, dass das nicht alles zufällig ist. Du müsstest definieren, was du unter Wunder meinst. Unter meinen Wundern glaube ich, dass es Wunder gibt, ja? Ja, zum Beispiel, wenn man da rausguckt und dann sieht, wie die Blätter runterfallen. Ja, irgendwie schon. Weiß jetzt nicht, wie ich das definieren sollte oder so. Kannst du irgendwas als Wunder bezeichnen, was dir irgendwie einfällt, wo du sagst, das ist für mich ein Wunder? Leben.